Ein Zoo ist ein Ort zum Entspannen und um die verschiedensten Tierarten kennenzulernen. Aber manchmal laufen Dinge im Zoo schief. Hallo Leute, heute zeige ich euch schockierende Momente im Zoo. Los geht's! Ein großer Schimpanse floh aus einem Zoo aus, kletterte auf eine Hochspannungsleitung und wehrte sich gegen die Rettungsmaßnahmen. Selbst als ihn dann ein Pfeil mit Beruhigungsmittel am Rücken trifft, versuchte er verzweifelt zu entkommen. Doch dann begann das Mittel zu wirken. Der Schimpanse wurde wieder zurück in den Zoo gebracht. Betrunkene Menschen tun oftmals dumme Dinge. Einer dachte sich, betrunken einen Zoo besuchen zu müssen. Er wollte sich die Bären von nahem anschauen und kletterte auf die Absperrung. Schließlich fiel er ins Gehege. Der Amerikaner wurde direkt von den Braunbären attackiert. Dieser wurde eingeschläfert, sodass der Mann aus dem Gehege gerettet werden konnte. Alkohol führt oftmals zu verrückten Aktionen. Daniel ist das beste Beispiel dafür. Er kletterte geradewegs in das Löwengehege. Es sieht aus, als wäre es das gewesen für ihn. Doch er hatte Riesenglück. Er stank so stark nach Alkohol, dass selbst die Löwen darauf verzichteten, ihn aufzufressen. Selbst die scheinbar friedlichsten Tiere können sehr gefährlich sein. Diese Affen aus einem brasilianischen Zoo sind ein gutes Beispiel dafür. Ein betrunkener Mann mal wieder war so fasziniert von diesen Tieren, dass er über die Abgrenzung ins Wasser sprang und dann zu den Affen geschwommen ist, um sie anzufassen. Doch das war ein Fehler. Die Affen haben extrem scharfe Zähne und bissen dem Mann mehrmals in den Arm. Der Mann überlebte diesen Vorfall. Viele Tiere sind gefährlich, aber in diesem Fall waren die gefährlichsten Lebewesen die Menschen selbst. Der Tiger Melanie hatte eine seltene Krankheit. Ihr Körper hatte Verdauungsprobleme und verlor extrem schnell an Gewicht, bis es nur noch aus Skelett bestand. All das passierte nur, weil der Tiger in einem zu kleinen Gehege eingesperrt war und das hat sie den Menschen zu verdanken. Eine Nashornfamilie entschied sich, aus dem Zoo zu fliehen. Wahrscheinlich um Protest zu zeigen wegen der schlechten Bedingungen im Zoo. Und es hat funktioniert. Denn solche Tiere können nur von Panzern gestoppt werden, wenn man Glück hat. Diese Frau ist in das Gehege von Eisbären gesprungen, den stärksten Polarbären überhaupt. Diese hätten die Frau mit Leichtigkeit zerreißen können. Sie war in das Gehege gesprungen, da sie angeblich ein Bad mit den Raubtieren nehmen wollte. Bis zum Jahr 2000 gab es keine Geburt von Pandas, die in Gefangenschaft lebten. Auch heute noch ist es ein sehr seltenes Phänomen. 2015 erlebten die Mitarbeiter in einem Zoo in Toronto eine Sensation. Ein Panda gebar Zwillinge und das wurde auf Kamera aufgenommen. Einen Elefanten aus einem Graben zu ziehen, ist eine schwere Aufgabe. Doch die Mitarbeiter schaffen es und retten den Elefanten. Doch Rettung kann man es nicht wirklich nennen. Denn diese Leute stellten auch einen Elektrozaun zwischen die beiden Elefanten. Die Spannung war zu hoch. Und als der Elefant es aus Versehen berührte, wurde das arme Tier fast getötet. Erst Stunden später ging es dem Elefanten wieder gut. 2014 fiel ein Junge in ein Gehege voller Primaten. Jeder hielt den Atem an, was der Affe wohl mit dem Jungen anstellen würde. Doch keiner hätte mit der Reaktion des Gorillas gerechnet. Es griff den Jungen nämlich gar nicht an, sondern der Gorilla beschützte ihn sogar vor seinen eigenen Partnern.
Als der Junge seine Augen wieder öffnete, lief der Gorilla davon, da es verstanden hatte, dass es dem Jungen gut geht. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Videos von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.